Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme von FM23 mit dem VfL Bochum aus dem DFB-Pokal gegen Dortmund 1:4. Aber wir können stolz auf uns sein. Und das ist auch das, was der Trainer von Borussia Dortmund nach dem Spiel noch sagte. Das will ich euch jetzt als erstes nochmal zeigen. Und zwar steht hier, VfL Bochum darf stolz auf sich sein. Ich denke, sie können sehr stolz auf sich sein. Sie haben sich gut verkauft und uns einen harten Kampf geliefert. Trotz des 1:4 hört man das natürlich gern. Strich drüber ist vorbei, können wir nicht mehr ändern, aber trotzdem gute Saison. Ich sagte es ja schon in der letzten Aufnahme, also gute DFB-Pokalsaison. Und dann die Meisterschaftssaison, die können wir heute krönen. Nämlich, wenn wir das Spiel gegen Bielefeld gewinnen, kann uns den Aufstieg auch keiner mehr nehmen. Hier steht nochmal die Information, es geht natürlich nicht nur um den Aufstieg, sondern eigentlich auch um die Meisterschaft, wobei das ja auf jeden Fall zweitrangig ist. Denn da sieht es so aus, jetzt hatte Hoffenheim schon sein Spiel. Ich kann euch sagen, sie haben gewonnen. Die restlichen Spiele, sie spielen auch gegen Hannover, gegen Dresden und gegen Braunschweig. Während wir ja neben dem Spiel gegen Bielefeld noch Sandhausen, Hannover und Dresden vor uns der Brust haben. Wie gesagt, uns ist erstmal wichtig, Platz 2 zu sichern. Alles andere sehen wir dann und dafür wollen wir heute alles geben. Der Jugendspieler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, hat unterschrieben. Das ist schon mal gut. Und der zweite Spieler hat auch unterschrieben. Dessen Namen kann ich aussprechen. Da ist nämlich Neumann. Wo ist es denn? Da Neumann und schreibt ebenfalls einen Jugendvertrag. Und diesmal gab es auch eine Mannschaftssitzung. Die habe ich abgehalten. Und da waren alle sehr, sehr positiv gestimmt. Von daher, glaube ich, war das genau der richtige Zeitpunkt, das dann zu tun, als vorher, wenn es um andere Dinge geht. Jo, ansonsten gab es ja nicht viel, es war ja keine lange Woche durch den Mittwochspokalkrimi, den wir hatten. Der Fitnesstest sieht so aus, Asano kann spielen, Grabe auch, das ist der Punkt. Wir gucken uns aber erstmal wie immer unseren Gegner an. Bielefeld spielt den Gegenpressing in einem ja, sehr kompakten System, wie man sieht. Pečinjović hat 21 Treffer und 2 Vorlagen, ein wahnsinnig starker Spieler. Kann man sich den mal angucken, ist der irgendwie her geliehen? Geliehen von Wolfsburg. Ja, ist wirklich ein sehr interessanter Mann. Könnten wir übrigens auch mal so scouten für eine Woche. Vielleicht ist das was für die nächste Saison. Wie lange hat der Vertrag in Wolfsburg? Bis 27. Also vielleicht ist da eine interessante Leihe möglich. Was ist er überhaupt für ein Spieler? Hier spielt er pressender Stürmer. Kann auch kompletten oder Hängerspitze. Würde grundsätzlich sehr gut ins Profil passen. Das muss man auch mal machen, nicht die Konkurrenz ausspähen und gucken, was man für sich selbst rausholen kann. Lass mit 2-1, Okugawa 6-8. Wie alt ist der eigentlich? Wir dürfen ja 19, naja gut, umso besser. Wir dürfen ja bisher nur 24-Jährige maximal verpflichten, aber das kann sich im nächsten Jahr auch wieder ändern. Klünter 0-5, Diakite 3-0, Pretel 1-2, Andrade 1-1. Naja, vor allem hier vorne. Der junge pressende Stürmer ist eine große Gefahr. Scout-Bericht offensiv und häufigeres Pressing. Und schauen wir hier mal an. Viele Tore erzielt, aggressiv im Abschluss. Ja, Schüsse pro Spiel, Tore pro Spiel, eher so im Mittelfeld. Also sie sind genau auf dieser Linie. Wenn sie den jungen Stürmer da nicht hätten, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig. Hier sehen wir ja, nichts, was uns so wahnsinnig zweikampfmäßig sind sie. Und vor allem das da, was ist das? Passquote sind sie besser. Okay, wir gehen rein. Regensburg übrigens spielt morgen. Gestern gab es die Spiele, was ich schon sagte, auf meinem Sieg, nämlich 3-1 gegen Sandhausen und Kaiserslautern gegen Dresden 0-3. Und wie gesagt, wir heute gegen Bielefeld und das, wenn wir nicht gewinnen sollen, wo wir eigentlich gar nicht drüber sprechen wollen, dann müsste Regensburg sein Spiel gegen Hannover verlieren oder unentschieden könnte auch reichen. Will ich aber jetzt gar nicht rechnen. Wir gehen jetzt gegen Bielefeld so an, wie wir immer angehen und wollen hier das Beste rausholen. Es sind 24.000 Tickets verkauft, ein sehr, sehr guter Besuch. Natürlich bringt Bielefeld auch ein bisschen was mit, aber es geht natürlich hier auch um den Aufstieg. Das wissen auch die Leute hier in Bochum. Ich habe mich entschieden, dass Asano nicht spielen wird. Der ist nicht hundertprozentig fit. Wir sehen es auch hier. Die Verletzungsgefahr ist groß. Vielleicht wird er reinkommen, wenn nötig. Ich würde erstmal mit Holtmann vorne spielen und Ossula. Das ist aber mehr oder weniger neben der gelb-roten Karte, beziehungsweise nicht gelb-roten Karte, der Gelbsperre von Walde. Da wird Egan Riley reinkommen. Das sind die einzigen beiden Wechsel. Ansonsten wird das Team, das im Pokal gerade noch gespielt hat, so auch spielen. Denn wir sehen es an den Herzen, außer Jannes Horn, den wir vielleicht mit Janicek dann nachher mal tauschen können. Sind sie alle vom Herzchen alle nicht so kaputt. Wir haben ja auch gut durchgewechselt, frühzeitig. Das hat vielleicht geholfen, damit wir in diesem Spiel hier mehr Körner haben. Und das ist ja auch sehr dringend notwendig.
Und wenn man sich fragt, warum ich nicht mit Manndeckung spiele, dann hat das einfach einen Grund, weil ich die letzten, ja, dass die Spielstände, die ich mal vorher gehabt habe in verschiedenen Managern, ich eigentlich nie sehr froh war, wenn ich mit Manndeckung gespielt hatte. Weil irgendwie stand dann doch ein anderer Spieler frei. Deswegen bin ich immer für Raumdeckung. Das kann man so sehen oder so sehen. Hat uns ja bisher jetzt nicht wehgetan, so wie wir es bisher gemacht haben. Von daher, gut, den Gegner haben wir eingestellt. Taktisch, wenn ich da nichts verbockt habe durch das letzte Spiel, aber ich glaube, da hatte ich nur nächste Partie eingestellt, werden wir nichts ändern. Das ist keine Überraschung. Das ist unser Spiel und genau so wollen wir jetzt hineingehen ins Spiel und wollen schauen, dass wir hier den Aufstieg perfekt machen. Hoffe ich doch. Hinein. Hinein ins Match. Die Änderung von Bielefeld gegenüber vorher. Lassmer und Hüsing kommen rein für Goodwin Malife und Robin Hack spielt nicht. Ist ja auch ein guter Mann. Wo ist er? Spielt auch nicht auf der Bank. Aha, dann ist er verletzt oder gesperrt, wie ich das schon mal hatte. So, jetzt können wir aber heute mal wirklich sagen, dass es ein wichtiges Spiel ist. Ihr habt das verdient. Jetzt geht und macht es perfekt. Das möchte ich sagen. Ich fange mal an, die Stürmer zu motivieren. Ja, das passt schon. Dann würde ich jetzt hier in dem Fall nur Ribeiro sagen. Ja, und schon haben wir es besser hinbekommen, wie beim Abpfiff in Dortmund. Auf geht's, wir spielen in Blau. Bielefeld in ihren weißen Auswärtstrikots. Chaka. Sehr gut. Von wem war es? Ich glaube, es war Osula. Aber hat nicht ganz geklappt. Dafür hat Horn den Ball. Jetzt vernünftig hinten aufbauen. Das machen wir da gut. Und Reiz mit dem langen Ball auf Holtmann. Das ist diesmal jetzt nicht so. Aber Holtmann holt ihn sich und spielt Mitte. Jawohl. Und Tor. 1:0. Osula trifft in der 6. Minute für den VfB Bochum gegen Bielefeld. Sehr, sehr schön gemacht hier. Sehr gut gepresst von Holtmann. Der dann in die Mitte, da steht der frei, da muss der Ball hin. Osula 1:0. Jawohl. Frühes Ding. Das tut gut. War auch überhaupt die allererste Chance und allererster Schuss aufs Tor, wenn man sieht. Nichts anderes ist passiert. Aber wenn der sitzt, umso besser. Jetzt haben wir allerdings eine Verletzung. Philipp Förster verletzt sich. Das ist nicht so schön. Leisten versetzt. Verletzung, hui, das ist nie so gut. Schulz kommt natürlich für ihn 1:1 rein. In ihn habe ich auf jeden Fall das Vertrauen. Auch sehr gute Entwicklung, sehr gutes Training. Gehört immer wieder auch mal zu den Top 3. Viel Glück, Herr Kollege Schulz. Bero jetzt mit Gelb. Wieder pressen, Holtmann. Komm, ja, und wieder das gleiche. Wieder der Pass. Und da ist es schon wieder. Gleiches Muster. Holtmann presst den Ball da sehr früh. Da ist die Abwehr wieder so ein bisschen in Schwulitäten. Und dann wieder der Pass, wieder das Auge für Osula, der wieder verwandelt. Wieder aus gleicher Position, mehr oder weniger. 2:0, 28. Minute. Aufstieg, wir kommen. Es läuft. Die Veränderung müssen wir trotzdem machen. Was immer auch wir gemacht haben. Achso, Ribeiros gelbe Karte. Es geht weiter. Ich komme hier gar nicht nach mit der Tormusik, hätte ich jetzt fast gesagt. Das Pressen da vorne klappt richtig gut. Das hat zweimal Holtmann richtig, richtig gut gemacht. Das würde ich gerne auch beiden oder sage ich es der ganzen Mannschaft. Komm, wir loben jetzt die ganze Mannschaft. Da sind die beiden ja mit eingeschlossen. Aber trotzdem Konzentration hier. Da kommt Klünter. Gut geblockt nochmal von Horn.
Deswegen Ecke. Uiuiui, das hatte ich fast gedacht, gibt jetzt hier irgendwie Elfmeter. Schön von Horn, ui, aber auch nicht ganz ungefährlich. Der war stramm, der Ball. Gut, dass Müller da auch ein bisschen mit dem Ball umgehen kann. Ribeiro. Und jetzt Konter. Janicek. Ah, was für ein Katastrophenpass. Und dann ist es der junge Desanan Pjevcevic. Oder Pjevnovic. Ich kann das gar nicht aussprechen. 1-2, 32. Ja, Katastrophe natürlich hier. Janicek, wie kann man so einen Pass spielen? Dann grätscht natürlich Egan Riley dazwischen, was ja gar nicht verkehrt ist, aber leider genau vor die Füße von Pjevcevic. Und der Ball hat ihn rein. 1-3. Mund abwischen, weitermachen, Leute. War es jetzt Tor Nummer 22? Also, der ist schon ein starker Mann. Da bleiben wir sehr gerne dran. Batista Meier mit dem Freistoß. Hey, der war natürlich ein bisschen schlecht. Ein Spiel mit nicht sehr vielen Strafraumszenen. 4-3 Schüsse gerade mal. Aber 3 Tore sind daraus gefallen und wir führen 2-1. Klare Kurve für uns nach oben. Bielefeld mit dem Tor natürlich dann erst einmal. Ganz erfolgreich, erste Mal auf der XG-Tafel, wollte ich damit sagen. Gerrit Holtmann, sehr gute entscheidende Pässe auch, Großchancen eingeliefert, 2 Torvorlagen. Über Osula müssen wir nicht reden. Aber hier ist noch gar nichts entschieden. Geht den Rest mit Selbstvertrauen an, das ist vor allem das, was ich sagen will. Ihn möchte ich auf jeden Fall. Du spielst großartig, anscheinend verwirrt. Darf ich dich sagen, dass du. Dass du gut warst? Manche können mit Lob nicht so umgehen. Ne? So, der Gegner hat nichts gemacht. Wir mussten ja schon einmal wechseln. Und dementsprechend würde ich auch nichts weiter tun, wobei Dohl heute wieder nicht so wahnsinnig gut spielt. Schulz, aber aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich das Pokalspiel hatten und Herzchen so ein bisschen auch in der Mitte sind, dürfen wir jetzt nicht wieder zu früh unsere Wechselphase nutzen. Deswegen würde ich dabei bleiben, alles so machen. Wir versuchen mal die Disziplin nur als einziges noch ein bisschen mit reinzunehmen für die zweite Halbzeit. Auf geht's. Schulz, Reiz, wieder mit dem langen Ball. Dole, jetzt zeig ich mal was. Die Flanke wird geblockt, aber wir haben den Ball in zweiter Reihe. Schulz auf Batista Meier. Oh, unterkante Latte, ich breche zusammen. Einwurf. Schulz, Horn, Knaller, Reiz, Flanke. Horn holt ihn zurück, Batista Meier hat ihn wieder. Und er jetzt? Nein. Visier nachrücken hier. So. Schulz hat gelb gesehen, das muss ich gleich noch machen. Horn. Gucken wir uns aber erstmal den Angriff an. Janicek. Wieder ein langer Ballversuch von Reitz, der diesmal nicht ankommt, aber es hat dann mit Nachpressing auch schon zweimal gut funktioniert. Also zumindest das erste Mal hat der Reitz den Ball gespielt, beim zweiten Mal weiß ich jetzt gar nicht. Schulz, sehr schöner Ball aus Sula. Aber es wird abseits gegeben. So, jetzt muss ich mich um Schulz kümmern, das muss ich aber mal eben hier ausstellen, weil wir ja wissen, dass das ins Ballerobern dann nicht geht. Das machen wir dann so und weiter geht's. Ja,
knapp 60 Minuten rum. Wie sieht unsere Frische aus? Horn jetzt nicht so. Batista Meier, ja, auch nur 6,5. Aber alles noch im Rahmen hier, auch mit der Frische. Gegen Riley heute nicht stark, aber da haben wir jetzt nicht wirklich eine Option für. Wobei das Oermann auch schon mal gespielt hat. Aber Janicek zum Beispiel jetzt auch relativ kaputt. Oh, 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 und was ist das? Ein Tor für uns. Aber was für ein Tor. Das müssen wir auch feiern. Tut mir leid, ist keine Schadenfreude. Hüsing wird angeschossen von seinem Torhüter und es steht 3-1. Oder war das doch ein Abwehrspieler? Ne, es war Freise. Schaut euch das an. Zack. Und dann geht der rein. Was für ein Tor. 3-1. Das müssen wir mitnehmen. Und das tun wir auch. Weil es könnte ein Lapsus zum Aufstieg bedeuten. Ich werde jetzt wechseln. Man sieht, Meier ist kaputt und Dowell ist kaputt. Möwald kommt definitiv für Dowell rein als Flügelspieler unterstützend. Und für Batista Meier hätten wir natürlich die Option, was ist denn mit Cantero? Der kann ja auch links spielen. Hat einen rechten Fuß. Ne? Der kann die Position eigentlich genauso ausüben. Weil sonst müsste ich sonst Holtmann da rausnehmen. Ich mache es mit Cantero. Und ich würde Rocco Reitz, da haben wir jetzt auch, ja, da könnten wir Oermann, Janicek, Oermann. Ja, wir gehen einmal mit Oermann und Janicek da rein, damit wir da noch ein bisschen Frische machen und haben noch eine Möglichkeit zu wechseln. Dass er ein gutes Ergebnis ins Ziel bringt. Auf geht's. Hui, was für ein Lapsus da hinten. Wird man in Regensburg nachher sagen, ist ja klar. Aber Leute in Regensburg, wir haben auch so 2-1 geführt. Also von daher würden wir nicht damit aufsteigen. Sondern wir haben einfach auch eine geniale Saison gespielt. Aber auch Respekt vor den Regensburgern bisher. Tabellenplatz 3 sicherlich sehr, sehr gut. Jetzt wechseln die da hinten dreimal durch. Oder da vorne, muss man sagen. Ah, zwei sind es nur. Das möchte ich aber trotzdem einmal bearbeiten. Schön abgefangen, Reitz und Holtmann. Und da ist es! 4-1, das war doch wohl der Ausstieg, oder nicht? Yes! Cantero hat er vorbereitet. Reitz Abschlag. Nein, Molina macht's. Reitz, Cantero, ja, wunderbar in den Raum von Holtmann. Ins lange Eck. Klasse Spiel von Gerrit Holtmann heute. 4-1, Leute. Wir sind aufgestiegen. Ich glaube, das kann man jetzt 12 Minuten vor Schluss sagen. Jetzt sollte hier doch wirklich gar nichts mehr passieren. Wahnsinn. Die Mannschaft werden wir jetzt zum einen einmal loben. Und ich wollte erstmal jetzt nochmal den letzten Wechsel machen. Wem gebe ich nochmal einen Einsatz? Asano, wie gesagt, angeschlagen, lieber nicht. Julio Martinez, Osula ist auch kaputt. Dann kriegt Dietz den Einsatz. Nochmal im Aufstiegsspiel. Hervorragend. Und jetzt werden wir den nochmal loben. Die Mannschaft. Ja, Aufsteiger. Was soll man sagen? Wir machen natürlich das Fazit immer am Saisonende, aber das kurze Fazit, was ich sagen kann, ist geil. Einfach eine perfekte Saison. Wenn man den DFB-Pokal noch mitzieht, ist es einfach so. Passt da jetzt noch so ein bisschen auf, bitte. Hui. Dann wird er nachher noch zum Torschützenkönig, aber ist er vielleicht sowieso. Und jetzt hat Bielefeld doch einige Chancen noch gehabt. Also Schüsse vor allem, meine ich jetzt auch. Da sind sie jetzt quasi besser wie wir. Wir haben aber 4-mal getroffen. Wahnsinn. Die Zeit ist rum. Mach den Schlusspfiff, mach uns glücklich. Jawohl, wir sind Bundesligist. Da kann die Party im Ruhrstadion losgehen. Hervorragende Saison. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Nochmal gekrönt mit einem sehr, sehr guten Spiel. Sehr viele grüne Noten. Den Rest will ich mir eigentlich gar nicht mehr angucken. Richtig, richtig stark. Wir steigen auf. Glückwunsch für die grandiose Saison, auf die ihr alle stolz sein dürft. Genauso ist es.
Errungenschaft, Aufstieg, Errungenschaft, es wäre ein Genuss, sie zu schlagen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Also, das war's. Wir sind aufgestiegen. Ich freue mich wirklich. Und dann kann die Planung auch frühzeitig losgehen. Auch das ist ja sehr vernünftig, dass man das tun kann. Es sind noch 3 Spiele, aber wir können natürlich frühzeitig vielleicht auch Spieler bekommen, die wir so nicht bekommen würden. Schauen wir mal. Das werden wir uns natürlich anschauen. Die anderen Spiele noch schnell, der Vollständigkeitshalber: Fürth gewinnt gegen Braunschweig 3-2 und Heidenheim besiegt Paderborn 4-0. Die Heidenheimer haben durchaus noch eine Chance auf Platz 3. Das schauen wir mal, wie Regensburg spielt. Aber wir sind aufgestiegen und das ist in diesem Fall das Allerwichtigste. Schauen wir mal, was hier noch so noch steht. Förster ist verletzt, 3 bis 6 Wochen Leistungszerrung. Ich meine, die Saison ist vorbei, aber trotzdem schade für ihn. Wird Schulz natürlich jetzt ihn ersetzen und Einsätze kriegen. Vorstand gibt Budgets bekannt für die kommende Saison. 6,5 Millionen und 450.000 pro Woche. Das kann man immer nie so einschätzen. Das muss man einfach mal hier sehen. Ja, das reicht definitiv um, ja, es kommt natürlich auf Wert der Leute an, die wir holen, aber so 2 vernünftige Leute sind da auf jeden Fall drin. Und da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber das machen wir alles in der Zusammenfassung der Saison, würde ich sagen. Frau Barnell führt Bochum zum Aufstieg. Bochum begeistert über unerwarteten Aufstieg. Dowell zufrieden mit den eingehaltenen Versprechen. Dem hatten wir ja eigentlich gesagt, dass wir nächstes Jahr aufsteigen. Das ist ja schon ein Jahr früher. Auch das ist gut. Das Gleiche zählt ja hier für den Vorstand. Ja. Und der 1. FC Köln erhält wegen dem Aufstieg nochmal 200.000 Euro für Simon Zoller. Achso, ich dachte, ich hätte da irgendwas ausgehandelt. Naja, war es nicht. Gut, 4-1-Sieg gegen den Arminia aus Bielefeld, aufgestiegen in die Bundesliga. Wir machen natürlich trotzdem weiter. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, gegen wen. Da oben steht es auch schon ganz klein. Gucken wir uns aber nochmal wie üblich in normal an. Wir spielen in Sandhausen in der nächsten Woche. Wir wollen die Saison gut zu Ende bringen. Wir können ein paar Spieler noch Spielpraxis geben. Wir können schon mal nach anderen Leuten gucken, wo die vielleicht mit uns in die Bundesliga gehen wollen. Aber das kann ich schon mal vorweg sagen. So viele Leute brauchen wir in Anführungsstrichen nicht. Ich denke, das Team hat sich das schon durchaus verdient. Ein paar Punkte gibt es. Wie gesagt, darüber habe ich nachgedacht. Und das teile ich dann mit euch spätestens am letzten Spieltag oder nochmal in der Geschichte, wo wir nochmal eine Nachbereitung machen. Ich weiß es noch nicht. Bin gerade ein bisschen durchgewühlt. Ich danke fürs Zuschauen, ich danke fürs Daumen drücken, das kann ich schon mal vorweg sagen. Für die ganze Saison. Macht's gut, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.